Tag, Chefin, störe ich? Hallo, Franz. Seid ihr schon fertig mit dem Parkettboden auftragen? Es gibt ein Problem mit dem Bohlen, der heute aushilft. Du Bogdan, was für Probleme gibt's denn? Er ist weg. Wie weg? Na weg, er ist halt überhaupt nicht erschienen und wir sind unterbesetzt. Schaffen wir heute nicht auf. Es ist ja schon drei. Du, erstens muss das heute noch in der Wohnung um sein und zweitens ist erst um fünf Feierabend. Und wenn es ein bisschen länger dauert, dann dauert es eben länger. Ich sag eh nichts. Aber die Rigips, die kriegen wir heute nicht mehr rauf. Wir sind ja nur zu dritt. Schafft man nicht. Hallo Markus, du, kleine Planänderung. Kannst du mich bitte bei mir in der Wohnung abholen und nicht im Büro? Na, schön wär's. Ich muss noch Rigipsplatten raufschleppen helfen für den Dachbodenausbau. Der Hilfsarbeit ist nicht erschienen. Na, wär nicht zum ersten Mal. Ich würde mich gern nachher noch duschen, bevor wir essen gehen. Ja, freue mich auch. Tschüss, Papa. So, geh mal. Sie wollen es raufschleppen, aber das ist wirklich viel zu schwer. Was glaubst du, warum ich deine Chefin bin? Geh schon vor, ich zieh mich um. Komm gleich. Coole Frau.